So, gucken wir uns den Trailer doch mal an jetzt. Einmal, wir gucken uns einmal jetzt komplett an und dann gehen wir ihn nochmal im Detail durch. Alter, das sieht schon geil aus, der Dodo. Also wenn das Ingame-Grafik ist. Das wäre schon fett. Achtet mal ein bisschen auf die Welt im Hintergrund. But if anyone can team this new world, we can. Guck mal, ob hier noch ein bisschen mehr gechoppt wird. So, weißt du, passt in the future. So, gucken wir uns mal ganz mal ein bisschen was hier durch, Leute. So, also der Planet, bla 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 bla. Wir sehen auf jeden Fall hier den... Ein bisschen was zur Welt. Auch hier so Hintergrund, du bist dieses Verklüftete, was haben wir schon in dem einen Trailer gehabt, dass das so aussieht, als ob es so mehrere Ebenen hat, wisst ihr? Sieht sehr, sehr stark danach aus. Ich meine, der Dodo ist krass animiert, finde ich. Also sieht sehr gut aus. Auch hier, wenn wirklich im Ingame das später so ist, dass er fahren und so überall so hier aussieht. Pff, fett. Richtig, richtig fett. Raptoren auch. Sag mal so, mir gefallen sie vom Style eigentlich sehr gut. Oder? Kannst du mal schauen, die nicht so verpixelt sind? Es sieht schon gut aus. Oder? Mit einem Lantat in der Hand. Ja, stimmt. Ja, gut, es geht ja weiter. Wir sind ja weiterhin Überlebende. Jetzt kommt erstmal der Rex. Man sieht auf jeden Fall, auch die Sättel sehen anders aus. Guck mal, wir haben richtig hier auch am Schwanz sitzen den Sattel. Wir haben auf jeden Fall auch hier nochmal ein bisschen bessere Shot. Hier komplett auch mit Rüstung außenrum. Sehr cool. Schnuffel, vielen Dank für die 200 Bits. Und hier nochmal, wenn wir es mal ganz in Betracht sehen, also auch nochmal hier nochmal zur Welt. Okay, hier sieht es ein bisschen auch wieder so zerklüftet aus. Auch hier hinten so. Ich frage mich halt, sehen wir immer auch so in den Himmel und so? Das wäre schon geil, wenn wir die ganzen Tage auch so dann auch die Planeten sehen. Aber ich finde auch ganz ehrlich, wenn das die neuen Dino-Sättel sind, gefällt mir das auf jeden Fall. Weil, gut, die Armschützer hätte er jetzt wahrscheinlich nicht gebraucht. Der kleine Rex, wenn er mal auf die Ellenbogen fällt. Nein, aber hier oben, also der Kopf gefällt mir sehr, sehr gut, auch mit der Seite. Und man muss mal sagen, ich meine, wenn das wirklich Ingame-Proportionen und so sind, ist der Rex auch groß wieder, oder? Wenn du betrachtest, so als Mensch im Verhältnis zu einem... Ich meine, das kann jetzt fürs Videomaterial, darf man glaube ich nicht so genau nehmen, aber trotzdem. Und hier nochmal zur Welt, Leute, richtig auch mit so Erhöhungen mal gespannt. Es sieht hier sehr zerklüftet aus. Guck mal, hier so eine Brücke, hier so eine Brücke, hier ein Wasserfall. Hier hinten geht irgendwas hoch. Es sieht auf jeden Fall aus, als ob die Welt wahrscheinlich verschiedene... Ebenen besitzt. Ja, also ist schon geil. Also es sieht schon schön aus. Also wenn das wirklich später Ingame-Grafik ist, habe ich da richtig, richtig Bock drauf. Ja, und ich sag, 2023 kann halt alles sein. Guck mal, ob wir hier was rausziehen können. Wir haben auf jeden Fall hier wahrscheinlich, sieht ein bisschen aus wie Helena, oder? Das könnte ein T-Rex sein, das könnte ein Enki sein, das wird ein Stego sein, ein Bronto, Paras, Petri, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob wir daraus noch was Krasses ziehen können. Gucken wir mal. Ich finde auf jeden Fall eine Sache ist, was der nächste Größe, ihr müsst von der Größe vom Giga auf Arc 1 haben. Ganz links ist ein Magma.
zu sagen, das ist ein Magma. Ich sag mal so, die Frage ist, auch mit dem Mädchen, wird die jetzt nur zu Promo-Zwecken hier wirklich genommen oder soll es wirklich uns symbolisieren, Leute, es gibt wirklich NPCs und es gibt auch Kinder und der ganze Kram, wisst ihr, ich bin mir ganz sicher, ob es auch in die Richtung geht. Und man muss dazu sagen, was ich auch richtig geil finde, auch in der Pose hier, ich weiß nicht, ob es später auch so ist, aber schon aufgefallen, er sitzt halt nicht, er steht und tut hier wirklich an den Zügeln halten, was ich auch sehr geil finde. Nicht so entspannt, dass ich reite mal mein Pferdchen, sondern nee, ich sitze auf meinem Rex, stehe auf meinem Rex mit den Zügeln in der Hand. Sieht irgendwie viel geiler aus. Toshi, vielen Dank für dein Follow. So, gucken wir, ob wir nochmal irgendwas anderes bei den Dodos sehen können nochmal. Also mal die Raptoren. Aber Raptoren waren so federartig, oder? Ich glaube, laut Story in echt waren die, glaube ich, so. Aber es sieht schon geil. Stell dir mal vor, es ist wirklich das für Ingame-Grafik. Oh Gott, Leute, ich habe ja so richtig Bock drauf. Oder? Ja, ich bin mir ganz sicher, der Dionicus ist doch noch ein bisschen federhaftiger, oder? Das ist doch eher ein Raptor. Den mit den Federn an der Hand. Also am Arm, im Endeffekt. Aber wir wissen auf jeden Fall, Leute, es gibt wieder den Dodo. Ich meine, es wäre mir auch traurig gewesen, wenn es den Dodo nicht gibt. Oder? Er ist schon ein fettes Tier. Ich weiß, das war's, aber bleib am Start. Zocken wir noch ne Runde Survival Arc. Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates und News, leicht und smart. Haben zu jedem Problem einen Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark.